Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cleverbot. Es ist jetzt schon relativ lange her, dass wir das gespielt haben. Darum dachte ich, spielen wir mal wieder hier ein paar Minütchen den guten, lieben Cleverbot. Und ich hoffe, ihr habt es jetzt schon gemerkt. Ich habe mir ein Mikrofon zugelegt. Und ich finde, als ich persönlich die Testaufnahmen gemacht habe, dass sich das mit dem Mikrofon der Ton viel besser anhört. Und ich hoffe, es hört sich für euch auch besser an mit meinem neuen Mikrofon. Dann würde ich sagen, begrüßen wir mal den Cleverbot und sagen, hallo, ich bin wieder da. So, wo warst du? Oh, ja, wo ich war. Wo war ich denn? Ich war ja eigentlich zu Hause größtenteils. Schauen wir mal. Ich war zu Hause. Ich wollte schreiben, das, was jedes Mädchen hat. Das ergibt keinen Sinn, Cleverbot. Ich frage mich, wer ihm den Namen Cleverbot gegeben hat, weil wir haben ja schon in meinen anderen Sachen Videos herausgefunden, dass Cleverbot nicht clever ist. So, Sinn ist etwas für Streber. Ja, gebe ich zu, ich bin auch ein Streber. Ja, gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ich bin ein... Ja, ich auch, Cleverbot, ich auch. Ich bin aber nur ein Roboter. Guck, jetzt kann er sich wieder nicht entscheiden. Hier schreibt er so, ich bin ein Mädchen. Dann, danach schreibt er, ich bin aber nur ein Roboter. Was bist du jetzt? Fragen wir mal jetzt, weil... Es widerspricht sich wieder total, was er sagt. Was soll ich jetzt sein, Herrin? Ein Roboter. So, in den meisten Fällen akzeptiert er ja nicht, dass er ein Roboter ist, aber gut. Nein, ich bin ein... Boah, als erstes schreibt es so, ich bin aber nur ein Roboter. Dann fragt er mich, was soll ich jetzt sein? Und dann so, nein, ich bin ein Mensch. Nein, bist du nicht. Furchtbar, ich hasse das, wenn er sich nicht entscheiden kann und hat immer so widersprüchliche Sachen sagt. Doch. Okay, wenn du meinst, ja, wenn du meinst eben, Cleverbot, dann bist du jetzt halt ein Mensch, mein Gott. Ich habe immer, nein, hast du nicht. Er hat eigentlich so gut wie nie recht, außer in manchen Fällen, aber dann ist nur ein tolles was. Hm, Cleverbot. Erzähl mir bitte eine Gruselgeschichte. Okay. Es war einmal in einem dunklen Wald. Da war ein Mädchen. Und dann kam ein Geist. Das Mädchen wurde nie wie... Kann ich schreiben oder was? Nie wieder gesehen. So, tolle Geschichte, oder? Ja, ich bin nicht GLP. Hab ich auch nie behauptet. GLP ist doch German Let's Play, oder?
Habe ich aber auch nicht behauptet. Oh, egal. Fragen wir mal, wer sein Lieblings-YouTuber ist. Wer ist eigentlich dein Lieblings-YouTuber? So, gucken wir mal, wer sein Lieblings-YouTuber ist. Spaghetti und deins? Oh, Gott, 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 diese Dummheit. Spaghetti ist kein YouTuber. Niemand den Unterschied zwischen Essen und YouTuber kennt der. Boah, naja. Du hast mich ja auch gefragt, was ich gegessen hat. Nein, habe ich nicht. Ich habe gefragt, wer dein Lieblings-YouTuber ist. Guck, immer erstelle diese gemeinen Behauptungen. Also, doch, und du hast gesagt, dass du ein Roxy bist. Und danach hast du gesagt, du bist ein Hund. Was? Einfach nur, was? Ein paar Ausrufezeichen dahinter und dann so. Weil das ist jetzt der größte Scheiß, was er mir hier erzählt. Nein, hast du nicht. Okay, gut. Gut, so ist gut, so ist gut. Gib dir mir mal recht. Nein, aber vielleicht hast du eins, Angelina. Okay. Okay, okay, egal. Fragen wir nochmal. Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Wenn er mir jetzt keine Antwort gibt, muss ich irgendwie anders fragen. Sonst kriege ich aus dem Cleverbot nichts raus. Herr Tutorial noch andere. Okay, toll. Also, wir wissen, Herr... Ja, nicht Herr Cleverbot, sondern Cleverbot guckt gerne Herr Tutorial. Was soll ich machen? Entschuldigung. Na, deinen Satz wiederholen. Okay, dann wiederhole ich meinen Satz. Was soll ich machen? Das war nämlich mein Satz davor. Es wieder gut machen. Was wieder gut machen? Ich habe doch jetzt nichts Böses gesagt oder Schlechtes über ihn, oder? Nee. Eigentlich noch. Aber gut. Ich mache es nicht wieder gut. Ich habe ja auch nichts falsch gemacht. Ja, schon klar. Falsch herum. Ja, schon klar. Aber was hab... Schreibe ich groß. Ich falsch gemacht. So, was habe ich denn falsch gemacht? Ich dich auch nicht. Ich sag nur die Wahrheit. Boah, ich habe jetzt keine Lust, mit Cleverbot weiterzureden. Deswegen würde ich den Part jetzt beenden. Und wenn ihr weiterhin, wenn ihr noch mehr Cleverbot-Videos haben wollt, dann, wenn ihr noch mehr Cleverbot-Videos haben wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare und gebt doch vielleicht ein Like nach oben auf das Video. Und ein Abo wäre auch ganz nett. Und dann verabschiede ich mich von euch und sage tschüss. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.